Hallo und willkommen zurück zu Mass Effect 2. In der letzten Folge haben wir Samaras Loyalitätsmission abgeschlossen. Und in dieser Folge werden wir mal kurz zum Shadow Broker flattern und uns mal die Terminals angucken. da wir da noch ein paar Sachen machen könnten. Ups, ne, Omega 4, da waren wir noch nicht hin. Shadow Broker war das Zeug. Ja, falls ihr euch noch erinnert, hatten wir, als wir das letzte Mal dort waren, ein paar Aufträge gestartet und da müsste jetzt mittlerweile was zurückgekommen sein. Oder schon seit längerem. Da, ich glaube, das wird nach jeder größeren Mission wieder, glaube ich, was geupdatet. Schauen wir mal. Landen. Ja, und danach haben wir ja nur noch Legio, Garrus und Thane. Und ich denke, ja, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig als danach zur Zitadelle. Obwohl, wir könnten auch nochmal wieder nach Tuchanka heizen. Schauen wir mal, fast 150k Ressourcen, Credits. Das müsste reichen für ein paar Updates. Also Waffen, die wir noch auf Tuchanka hatten. Warnsignal von. Das war ein bisschen bloß richtig. War. Erfolg! Hackett hat die 5. Flotte Piraten gestellt, die Kolonien überfallen. Wunderschön. Was kriegen wir dafür? 2000 Credits. Nice. Bürokratische Untätigkeit. Fehlschlag. Blablabla, Kredits erforderlich 2000. Yo, was haben wir hier auf blauer Liste? Blue Suns werden gefährdet langsam. Welche machen sie in der Republik, dass sie überhaupt sind und sich gegen ihre Arbeitgeber stellen? Das verschafft ihnen ihren Konkurrenten Aufträge. Ja, warum nicht? Ich weiß noch nicht, was das für einen Einfluss hat, aber Verlockungskampagne. Erfolg der Politiker zieht ihn auf, zurück, okay. 5000 Credits, angemessene Belohnung. Erfolg, die Polizei lässt ein insgeheim ein Anteil der Razzia der Roten. 3000. Welches Recht für alle? Die Auseinandersetzungen zwischen den Ländern der batterianischen Heimat Kashan und werden immer häufiger. Sorgen Sie durch geschickte Waffenverkäufe an alle Parteien dafür, dass das Kräfteverhältnis Nation gewahrt bleibt. Ja, macht Sinn. Chemische Kriegsführung. Binary Helix möchte für die Allianz-Soldaten Hormonplantate entwickeln, die die allgemeine Handelsgesetze der Zitadelle verletzen. Das Unternehmen wird sich sehr großzügig sein, wenn sie ihnen mitteilen, wann die Zitadelle-Inspektoren kommen. Naja, scheiß drauf. So, okay, Bericht liegt morgen vor. Wow, morgen. Erkundungsinformationen brauchen wir eigentlich nicht. Speichern. Obwohl, siehst du, wir können ja unsere Forschungsupgrades hier machen, fällt mir gerade ein. Müssen wir das nicht auf der Dings machen? Dann haben wir die. Sturmgewehr, voll ausgeskillt. Yay, für eine Waffe, die wir nicht benutzen können. so, speichern. Quatschen wir mal Linden nochmal kurz an. Shepard, schön, dass Sie gekommen sind. Okay, das war auch irgendwie alles monoton gerade. Oh, hier können wir auch noch was. Was? Lieferung. Sturmgewehrmodifikation? Geil. Es ist bald Zeit für den Neuerwerb des effektiven Kastenstatus auf Kashan. Ich habe Geldmittel vorbereitet, die Ihnen vollständigen Elitezugang ermöglichen. Yeah! Ah, das finde ich ja geil, dass man. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man Updates kaufen kann. Nice. Jo. Schauen wir mal, ob hier was Neues dazugekommen ist. Ich glaube aber nicht, oder? Nö. Tali. Ah, das ist total lustig. Wo gehen wir hin? Deinstallation, Nervstimpro, neue Installation, Nervstimpro, herunterladen des Bildungsvideos, Körpersprache verstehen, der Mensch.
Oh, Unterhaltungsvideo, Flottille und Flotte und Flottille. Da kommt, glaube ich, in Mass Effect 3 über dem Urlaubs-DLC, glaube ich, noch was dazu. Die Installation schon wieder, hä? Herunterladen des Bildungsvideos Balz und Paarung bei Menschen. Alles klar? Installierende Anzugsapplikation Immunoboost Profi Edition. Neuinstallation der Anzugsapplikation Nervstim Pro Deluxe Edition. alles klar. Das Saturlog. Um Daten zu finden, die meine Heimatwelt zurückbringen. Wir alle Ehren sind offensichtlich. Ich bedauere, Zellenlöschen. Ich sehe sie jetzt in Wurfschwächen werden. Okay. Blub. Talina spioniert. Böse, böse Shepard. Okay, dann werden wir jetzt mal nach Tuchanka heizen. Noch ein paar Updates kaufen. Und dann könnten wir in der nächsten Folge eigentlich mit den anderen Loyalitätsmissionen anfangen. Da hatte ich da jetzt noch einen vergessen. Nee, dürften noch die drei sein, ne? Ich verstehe auch nicht, wieso das Schiff immer random irgendwo hingesetzt. Treibstoff wird, zur Hälfte verbraucht. Wenn man von einem Planeten wieder wegfliegt, dann macht irgendwo keinen Sinn. Aber naja. Bin ich in den falschen. Oh, ich bin ins falsche System geflogen. Cheers. Hier wollte ich doch hin. Ich kann gleich noch Treibstoff kaufen. Okay, 15.000. 150.000 meine ich. So, als du Chunka. Fuck. Ach, hier. Nach Tuchanka und Updates kaufen. Was ich auch noch machen werde, bevor wir die FFS-Mission machen, werde ich noch durchs System fliegen und alle Planeten mal anscannen, damit wir da auch überall 100% haben. Garrus, Thane und Legio, okay. Ist ja eigentlich wurscht, wir nehmen aber Just for the Lulz einfach mal. Scheiß drauf, uninteressant. Wo war ich jetzt? Achso, alle Planeten mal anfliegen, damit wir bei jedem System 100% haben. Aber das macht ja eigentlich keinen großen. Ich denke mal, ich sollte auch noch nach Ressourcen scannen, weil man glaube ich auch einen Teil wieder nach Mass Effect 3 übernehmen kann. Also wenn man den Safe Game übernimmt. Eines Tages kommen wir von diesen Felsbrocken runter und zeigen den Turianern, wer der Boss ist. Ja, in gewisser Weise tut die das auch in Mass Effect 3. So, denn der Prof. Der Forscher war, glaube ich, oben, ne? Die Updates haben uns noch gefehlt. Dieser Varen könnte ihre Spur über. Nichts anfassen! Shut your face. Was machen Sie? Ich will nur Updates kaufen. 75, jo. Was das wohl ist? Schrotflinte. Okay, dann brauchen wir noch einmal.
Jetzt nochmal. Okay, nach den nächsten beiden Loyalitätsmissionen sollten wir genug haben, um das letzte Shotgun-Update zu kaufen. Die Dinger würden länger halten. Das sind jetzt aber alle Biotik und die Waffe da. Ich glaube 6-6 war das für Survivor. Also dürfen wir denn da eigentlich wirklich alles haben? Eines der Chikorino? Ich habe 13 Wachen gezählt, seit wir reingekommen sind. Haben die Angst vor einer Invasion des Planeten? Je weniger sie haben, desto mehr wollen sie es beschützen. Jo. Das stimmt wohl. Mit wem fangen wir an? Garrus oder Thane? Garrus oder Thane? Und die Salarianer auch. Lass mich mal kurz überlegen. Ich denke mal, wir werden Thane als erstes machen. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye!